So, noch da? Ah, da Ah. bist du ja schon, sehr schön. Bin aber Ja, kurz nach der. dem kleinen Racker gucken gegangen. Ja, dem war nur langweilig. Echt? Jo. Ja, der hatte mich auch, war das gestern oder vorgestern, einfach so random angerufen. Und ich hatte halt in dem Moment mit meinem Mädchen was gemacht noch. Und hab da mal auf gar nicht auf mein Handy geguckt. Sehe das dann erst so 3 Stunden später. Der hat nichts geschrieben, nichts, gar nichts. Wird wohl wahrscheinlich derselbe Grund gewesen sein. Ja, macht er öfter. Also mache ich auch zwischendurch, aber eigentlich recht selten. Also ja, aber ja, die Gespräche gehen dann manchmal nur fast eine Stunde oder so und Ja, es ist ja kein Vorwurf jetzt, ne? Also nee, ich höre solche Stimmen nee, ja nee. auch gerne, nur es kommt manchmal so random. Ich weiß. Ja. Tja, wo war ich denn gerade stehen geblieben? Oh, die Bärwaffe, sehr schön. Ich hab den Disperser. Genau, Pio bin ich aufgestanden, 5 Uhr sind wir losgedüst. Dann, Ja. als wir uns dann verabschiedet hatten, bin ich zurückgedüst. Und dann war ich heute auch eine Runde in, ja, auf Wolke 7 in einem Sekretariat arbeiten, wo es einfach komplett zugequallen war. Ah, der, ja. Ja, der. Genau. Der. Ja. Dann war ich bei meinen Eltern. Dann war ich ein wenig beim Sport. Der edle Und Sport. jetzt zocken. Schön, schön zocken. Ja, ein Flügel habe ich noch kaputt gemacht. Noch den anderen. Ah, oder so. Also der ist ja schon. Ja, ich habe die letzten Tage eigentlich hauptsächlich Filme geguckt. Am Mittwoch bin ich im Kino, im Flash-Film. Echt? Und ja, also ich freue mich da. Ich gehe eigentlich nicht gerne ins Kino, aber auf den Film freue ich mich jetzt schon seit Jahren. Der ist ja, glaube ich, schon vor 5 oder 6 Jahren angekündigt. Und der sollte ja dann irgendwann das Flashpoint-Event dann in der Live-Action-Version werden. Und in Comics ist das halt, da rütteln die halt das ganze Universum immer auf und ändern dann manche Sachen um, die nicht so gepasst haben und machen neue Sachen rein und solche Sachen. Also dass zum Beispiel manche, ja, wie soll ich das sagen, dass zum Beispiel, keine Ahnung, alle Batman-Figuren dann aus einem anderen Universum plötzlich kommen. Oh, Gebärkonzentrator, schön. Aus einem anderen Universum kommen, weil die halt die anderen nicht funktioniert haben oder sowas, halt zum Beispiel. Also das ist eigentlich nur so ein künstlerisches Ding und der Film soll jetzt dasselbe für die Filme machen halt. Und deswegen Ja. interessiert mich der gerade total. Klingt aber von der Beschreibung her auch so, als ob dir das auf jeden Fall gefallen wird. Ja, das ist Wenn es halt da. nicht scheiße ist. Ja, also die Kritiken sind unterschiedlich. Bei den Testscreenings waren die mega gut. Und jetzt sind die halt eher gemischt. Also entweder sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht. Aber es kommt halt der Batman aus den 80ern drin vor, wo ich mich sehr freue. Also der Michael Keaton. Und ja, ich gucke jedenfalls gerade alle Filme, die da irgendwie, also mindestens aus dem Universum und halt den Universen, wo ich weiß, die drin vorkommen. Und das sind halt auch, glaube ich, so 15 Filme oder mehr sogar. Und ich bin jetzt bei den letzten drei. Aber und eine Serie fehlt mir noch, aber da müsste ich halt RTL Plus für holen. Ich weiß nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Also ich kann noch ein Gratis-Abo dort holen, aber RTL Plus. In der Stadt, in der Gegend, RTL Plus, Disney Plus. Ja, also allein wegen RTL meine ich halt. Und da ist echt nicht viel drauf, außer dieses Assi-Zeug. Und ich glaube, 10 Filme sind da drauf, die ich gucken will. Ich so denke, für das Geld, also klar, ich krieg das jetzt einen Gratis-Monat, aber für das, für einen Gratis-Monat, zum Beispiel bei einem anderen Anbieter, da kriege ich, keine Ahnung, hunderte Filme. Ich glaube, zum Beispiel Paramount Plus ist eine Woche gratis und da habe ich wirklich eine ganze Woche zu gucken und dort habe ich dann höchstens in 2 Tagen habe ich die Sachen dann durch. Ja. Ja, aber ich guck mal. Ist ja erst Mittwoch. Und das ist die Vorpremiere. Weil wir gehen um 16 Uhr dahin oder so. Oh.
Ja, wir hätten auch am Abend gehen können, aber da war schon eigentlich recht gut besucht. Ich habe zu meinem Bruder eigentlich gesagt, direkt wenn man Karten bestellen kann, bestell. Ja, er hat ein bisschen später bestellt, aber halt die 16 Uhr Vorführung, da war glaube ich bis dahin nur zwei Plätze besetzt, also. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja, eigentlich zu voll ist und zu viele. Ja, es ist halt die erste Vorführung, sag ich mal, zu dem Film. Die erste offizielle. Also früher geht's nicht. Also erste offizielle, kein geht's Test. Alles glattwalzen hier. Naja, ich bin mal gespannt. Hallo, Lepos, was geht? Guten Tag, werter Herr Bass. Aha. Gute Grüße aus der verrückten Apfelwelt. Meiner. Achso, du bist schon oben. Nein, ich kann auch wieder gehen. Strahlermann ist echt nervig. Hab ich schon weggemacht. Ah. Hier oben ist noch einer. Ob man joinen kann. Also ich denke, man kann joinen, oder? Was sagt der Sanrio? Ja, vielleicht wenn wir einmal kurz mit der Runde durch sind, muss er dann in die Lobby nachjoinen, sobald wir dann einmal kurz in Anführungszeichen rausgehen und die Lobby wechseln. Stimmt. Alter, was geht denn hier ab? Aber ich übertreibe nicht, ne? Es sind viel zu viele Gegner, man kann das gar nicht killen. Das ist echt krass. Oh, nein. Ah, ich bin nur im Krebs. Weil diese Leute, die immer zum Ende in erst die Rollen aktivieren. Die hat uns gerade gerettet. Nein, das war doch das Lustige daran. 115, uiuiui. Ich muss gerade mal gucken, was ist denn mein Rekord? Also ich habe bei dieser Leiste mit den Kapseln, die man da ja freischalten kann, glaube ich, bin ich gerade bei... Ja, ich warte eben, bevor ich was Falsches sage. Ja, alles gut. Oh, 491 nur. Legende 280. Und ich bin bei 9200 jetzt. Bei 1080. Und mein Highscore ist 126 Goldeier. Ui, sehr gut. Ja, ich bin 115 jetzt durch die Runde. So, ja, so, kannst nach reinjoinen. Ja. Genau. Los. Jo. Ein Führer und brachte ihn nicht zum Prachten. Oder war's, war nicht bereit. Jeit. In der Zeit, wo wir warten, dass er nachschaut, ich stehe nochmal ganz kurz auf einen Moment. Jo. So. Schauen dann gleich mal, also jetzt, also müsste es ins Game rein. Ach so, ja, dann hopp. Wollen ja weitermachen, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, nur noch bis 2 Uhr morgens. Ja, ich weiß ja noch nicht, wie lange ich kann, sag ich mal so. Aber es geht gerade ja, Gott sei Dank. Auch wenn hier 30 Grad sind. Ich weiß gar nicht, hört man den Ventilator eigentlich? Ich könnte mich irren, aber ich höre so ein ganz leichtes, leises Rauschen. Aber vielleicht ist es auch bei mir jetzt hier der Wind, weil ich direkt am Fenster sitze. Ja. Ansonsten, wenn du redest, höre ich dich klar und deutlich. Oh, gut. Ich habe mal kurz das Tuch davor weggemacht. Da kommt die volle Brise rein. Ich bin drin, muss nur noch zusammenhauen. Ja, alles gut. Wir warten. Ja.
Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Map gefällt mir. Die gefällt mir sowieso im Revierkampf auch. Also auch jetzt im Big Run finde ich die cool. Ja. Ja, mir gefällt die auch ganz gut. Aha. Auf los geht's los. Man sollte aufhören, seine Freunde auszunutzen, die es schwer genug mit ihm haben. SpongeBob, die Fernbedienung ist kaputt. Na los, reparier sie schon. Ach ja, ich muss noch auf bereit drücken. Wo war das mit der Fernbedienung? Wo doch? Thaddeus sagte, ich könnte auch Football spielen, König im Weltall werden. Und dann ist er erst ein bisschen Kleingeld mit Helm und dann. Ich glaube, das ist eine Folge, die ich echt wenig gesehen habe. Ach, warte mal, ist das nicht die Folge, wo angeblich Thaddeus den Penny geklaut hat? Ja, und das hatte ich auch vor kurzem auf der Arbeit. Soll das etwa eine Anschuldigung sein, Herr Staatsanwalt? Ich hoffe, du hast das wirklich gesagt. Ja, ich wollte das erst bei so einer Gerichtsverhandlung sagen. Erstens, du warst es. Zweitens, du warst es. Und drittens, du warst es. Der Staatsanwalt das dann als Beweisplädoyer. Erstens, du warst es. Zweitens, du warst es. Los, Herr Senrio, ihr Schlussplädoyer. Du, er war es. Danke, meine Damen und Herren. Der Fliegende. Oh, das war falsch. Zack, so jetzt aber. Es ist so spät mit, was hier abgeht. Immer da aus der Ecke gebrochen. Oh, und das letzte Ei nehme ich so mit. Nee. Oh. Meine. Hat einer von uns den Breitroller? Bist du das? Nein. Nee. Weil der wurde nämlich auch verstärkt. Alter, der Schirm. Achso, du warst da noch. Man kann sagen, der Schirm macht die jetzt alleine weg. Ja, der Schirm ist aber schon ordentlich. Der geht drauf. Der Schild geht ja auch irgendwann kaputt von dem Schirm. Aber du kannst die Gegner trotzdem damit sorgenlos rammen. Das macht ja, deswegen. Also ich, besonders hier im Simon Run ist das ja schon. Also hier im Simon Run ist das ja schon ordentlich OP. Das, diese Verbesserung gilt auch nur für den Simon Run tatsächlich, was die Waffe angeht. Ach so. Allerdings, der Trommelschwapper, der wurde wirklich geschwächt, weil der wohl anscheinend zu stark war. Ach man, Strahle, Mann, lass mich doch bitte. Ja, und einfach zwei. Meine Fresse, ey. Nein, naja, nicht gereicht hat. Habt sie beide. Und den Fliegenden. Hoffen wir, es hat sich gelohnt. Zwei Eier. Du kannst auch jetzt zu mir Hilfe sagen, dann kann ich dir auch helfen, mein Freund. Achso. Oh, ich will die ganze Zeit das Ei reinschmeißen und merke, ich habe ja gar keinen. Ja, aber sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Ja, dabei bist du sogar eine Ulti benutzt, ey. Oh, ui. Die Keksrolle, den normalen. Guck mal, was ich hab. Dein Liebling. Du hast da deine Hüten zwar. Nee. Passt du. Hehehehe. Mit dem Nader. Hier, Flüssigkreis, du Arme. Oh, hab die Punkte bekommen. Ja, hallo, hat keiner Bock, mir bei den Eiern zu helfen? Von dem Hai. Nein. Ich muss die Lemminge gerade killen. Der kommt so viele kleine an jetzt. Zieht euch, ihr kleinen Assis. Also, wie viele von den. Besonders die Kleinen und die Bosse, die sind wir einfach nur am nacheinander ausschalten. So, es hört nicht auf. Sehr schön. Fuck. Wieso hat der Sturmreifer mich denn jetzt noch erwischt? Doch ruhig. Ach, Mann, auf der anderen Seite sogar mit der Holzfolie alle. Immer noch so viele Eier. Bosse weggekillt hat, ey.
Nein. Das sind viel zu viele Fliegende und Strahlmänner gleichzeitig. Ich hab schon, das ist jetzt meine Ulti weg. Ach ja, da kommt noch ein Aal. Was? Der Aal hat sich selber beschützt. Ich bin einfach in einen Brockenhaufen reingefallen. Ja, da musst du ihn nicht schlagen, wie verrückt. Bisschen rumwabbeln. Ja, Quetschi. Nee. Also, bis auf die Bärwaffe sind eigentlich alle Waffen Müll. Ja, wobei also mit dem Turbo Blaster kann man die Mobilisten und Strahlemänner gut wegpusten. Es kommen schon wieder so viele Dicke. Was ist denn hier los? Das ist so krass. Ach man, es wäre so schön, wenn da mal der Support vom Team käme. Hallo, einer von den beiden Bocken. Jetzt bin ich blöd. Junge! Ich wollte den Strahlemann killen. Und dann kamen so viele von den anderen. Ich stehe seit 10 Sekunden tot rum. Cool, dass die Team jetzt mich jetzt endlich mal wiederbeleben. Was soll ich denn machen? Die Waffen sind kacke. Oh, endlich kommen mal ein paar Ultis. Ja? Ah, viel zu wenig. Ah ja, nee, die Runde wird auch wieder nichts. Zumal nee. Der eine mit der... Ich hätte nicht weggehen sollen. Einfach nach 10 Sekunden immer wiederbeleben. Nee, das ist schrecklich. Ich hasse Big One, das ist so gespammer. Ja, ich mag den Big One eigentlich schon, aber nicht bei sowas. Wie soll das klappen? Wie soll das klappen? Amiibo-Sammeln der Content Creator? Es gibt Amiibo-Sammler? Das ist ja genau mein Ding. Hab versucht, ihn wieder zu nehmen, war zu krass. Ja. Ja, das war auch viel zu viel einfach. Nee. Aber die Waffen waren halt auch einfach doof. Mhm. Hab den Titel noch gar nicht gesehen, also das ist schon cool. Ist bestimmt jetzt auch die neue Season, oder? Schon wieder eine Einladung bekommen. Ich habe mir vorhin die... Hast du das mitbekommen, als ich die ganzen Konsolennamen vorgelesen habe? Die sind echt ulkig. Ja, ich muss gerade überlegen, dieser Eventkampf, wo du ja geschrieben hast, dass der so zu richtig dummen Uhrzeiten ist, das ist auch wirklich so. Und wenn man den dann mitspielen kann, dann halt nur in so 2 Stunden... Ja. Warum machen die nicht den ganzen Tag raus? Oder warum sagen die nicht... Jeder, weiß ich nicht, irgendwie jeder zweite Sonntag oder so? Ja, ich hatte das sogar einmal ausprobiert. Wie verkrampft konnte es wohl nur sein mit schlechten Teammates, weil es geht nämlich darum, tatsächlich auch zu gewinnen. Und dann kann man, wie du sagst... Man muss jetzt Splatoon gewinnen? Ja, man stelle sich vor... Sollte man vielleicht den Leuten mal sagen. Ah, Mann. Die Granate hat viel daneben. Ja, und, ja. Jedenfalls hab's dann auch geschafft, 5-mal zu gewinnen. Dann bekommt man so eine, so 5 komische Marken irgendwie, die einem dann, eine Bonuskapsel aus dem... Wo man dann, 5 Marken sammelt und dann kriegt man eine Kapsel, geschenkt aus dem Automat. Gibt's denn da irgendeine bestimmte Kapsel oder nur einfach eine Kapsel? Einfach nur eine Kapsel, glaube ich. Okay. Hat auch einer Bock, den Strahlemann zu killen? Nein, dann macht das jetzt okay. Aber jemand hat den Babu. Warte mal, es haben 2 die Bärwaffe. Jupp, ich sogar. Und ein Bambusel. Ja, ich hab den Quetschi. Quetschi. Ja, das war's. Man steht, sind schon komisch im Splatoon. Ja, aber ich finde die voll lustig. Also ich finde schon cool, dass sie die reingemacht haben. Oh nein! Es grillt wieder jemand. Das heißt, es muss wieder die Fenster hier zumachen.
Ja, ist erledigt. Uiuiui, noch geschafft, Alter. Bis zum Ende durchgezittert. Also nach den drei Runden muss ich hier die Fenster einmal alle zumachen. Das heißt, dann heute Nacht wieder keine Luft zum Atmen. Hey! Oh Mann. Was habe ich denn jetzt hier zum Spielen? Ich freue mich. Ich werde richtig bambuselt hier. Ja, da kannst du eigentlich rumbabbeln, das ist wirkungsvoll. Wie viele Haie noch? Ja. Drei Stück einfach. Ja, wurde einfach reingeschubst. Ja, die Ulti ist mal nicht benutzt. Ja, ich habe auch gerade beide auf einmal benutzt. Deine Main-Waffe? Ach, der Trommeldings. Ich dachte, ich bin spawn und es passiert natürlich. Oh, Alter. Ist das krass. Da kommt noch ein Fliegender! Du Mistkerl! Das andere Fach noch gekillt. Der Knallschöpfer, ah. Hey, die Bambuswaffe, die kannst du dir an den Hut stecken. Ich hab die beiden Strahlemänner gekillt. Alter! Vergiss es! Es müssen viel mehr Gegner gekillt werden, um es. Dieses. Wow. Selbstbestimmter Afro-Trick. Ja, dann drücke ich einmal kurz auf Abbrechen, ne? Ja, macht er sich wenn auch. Wenn du die Fenster zumachen willst. Ja, ich muss gucken, also hier im Schlafzimmer auf jeden Fall, das heißt, die gegenüber sind am Grillen und dann gucke ich mal, ob nicht oder ob das nicht woanders herkommt. So, ich stehe mal ganz kurz auf, bin sofort da. Ja, gut. So, da bin ich wieder. Jo. Also es scheint so, als wären das entweder bei uns die Leute im Haus oder es ist nebenan. Also scheint nicht von vorne zu kommen. Das heißt, ich kann vorne das offen lassen. Ja, mal gucken. Ich habe meinen Lappen nochmal nass gemacht. Jetzt muss ich dir wieder um den Venti spannen. Wenn ich hier ein bisschen kühle Luft. Ja, wenn ich umziehe, also ich gucke da auch erstmal wegen
dass das nicht zu warm wird im Sommer. Und ich gucke dann auch, ob ich mir direkt eine Klimaanlage kaufe. Ja. Ich sitze nur rum und habe den ganzen Tag Kopfschmerzen und ich kriege keinen Sauerstoff, also bin ich nur müde und es ist die Hölle. Er ist kacke. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einen Ventilator hole, aber bislang geht es sogar noch. Ich meine, wir haben halt sehr viele Bäume rund um uns herum. Ja, um uns herum. Dass wir halt, ne, nicht die Sonne direkt abkriegen. Ja, ich bin direkt. Also die Sonne ist ja lustigerweise genau auf den Seiten, wo keine Bäume sind. Also genau frontal am Morgen und dann geht das ins Wohnzimmer. Also deswegen genau die Wände. Doppelkacke. Ups, wer das. Ja, wäre das theoretisch die andere. Wäre das theoretisch die andere Wohnung hier im Haus, die ich kriegen würde, aber das hat sich ja schon erledigt. Die ist halt, liegt halt auf der Nicht-Sonnenseite so. Deswegen, die ist, da sind die Sachen zwar dunkel, aber das ist mir scheißegal. Ich hab's dafür lieber dann so noch besser. Ja, wir sind doch unter Wasser, wie kann denn da ein Feuer? Nein! Ach Gott. Vielleicht, sind das drei Haie? Nee, zwei. Nicht Haie. Das drei ist Haie? Das war 4800 Zähne. Drei Mettwürste, das macht 4810. Ich kann doch hier nicht alles auf einmal killen. Ich komm mit dem Roller gerade nicht klar. Den kann man auch nichts ausrichten. Das ist viel zu viel. Wir haben 10 Eier. Es sind nur noch 30 Sekunden. Ulti raus oder sterb. Bist oder stirb, Bro. Was kann ich, wer lebt denn noch? Da. Der Guff. Läuft da oben mit dem. Sehr schön. Kontrablaster, das kann ja nichts werden. Ich meine, ja, ich nutze die Waffe sogar im Rank Battle vor kurzem sehr oft und gerne. Fuck. Ja, genau so. Der Regenmann spawnt direkt in die Technik. Ja, Fixes. Joa. Ich nehme mich nicht. Ja, das ist halt ein bisschen blöd beim Big Run. Drei Klecksroller. Ich meine, da müssten wir schon wie Asiaten spielen. Oder wie Astronauten. Metten wie die Astronauten. Wie? Ist es soweit? Nee, auf keinen Fall ein Ranked mit dem Blaster. Okay. Warum nicht? Also ich für meinen Gefühl, sag immer, ich spiele gerne in Herrschaft. Moment, anders. Ich spiele am liebsten Herrschaft und Turmkommando oder Tower Control. Ja, gut. Whatever. Da will ich aber aussagen. Ich spiele dich auch am liebsten. Wenn du von dort dann gerade mit dem Turm voranbüßt, dann kannst du einfach, und so habe ich das schon die anderen Male gemacht, einfach einen Quadra-Kill reinhauen. Weil du den Blaster den Leuten einfach ins Gesicht ballerst die ganze Zeit. Jetzt mal ohne Mist, für mich ist die beste Waffe bei dem Modi der Wannenschwapper. Weil du einfach aus der Entfernung die ordentlich abballern kannst. Das ist richtig, richtig gut. Ja, aber da musst du halt auch dauerhaft treffen, ne? Ja, aber ja. Guck dir mal die Runden bei mir an, wenn ich Turmkommando gespielt habe zum Beispiel. Turmkommando funktioniert sogar viel, viel besser. Ja, klar, also. Weil die weichen dann aber auch zurück, das ist auch geil. Ich spiele nämlich in Rank Battle auch wirklich nur Waffen, mit denen man gut killen kann, es sei denn, es ist Herrschaft. Aha. Der Herrschaft ist aber auch, weiß ich nicht, finde von den ganzen, finde ich den echt am einfachsten. Den habe ich ja früher fast nur gespielt. Ja, klar, aber so, weiß ich nicht, ich finde Muschelchaos. Obwohl, als ich das den letzten Mal gespielt habe, haben mal Leute mitgespielt, das einigermaßen konnten. Ich habe ja so fast immer nur Leute mit, meine Muschel. Wieso bin ich denn jetzt von alleine über die Tonne weggeglitscht? Was soll das denn spielen? Stimmt, weil ich dich reingeschubst habe. Man kann andere nicht reinschubsen. Ich weiß. Ja, danke, wer auch immer gerade die Raketen zu mir runtergelenkt hat. Ich glaube, das war der eine Random.
direkt noch zu mir runtergekommen, um sich ein Ei zu krallen und habe ich 4 Raketen von ihm abbekommen. Danke. Jo. Vernünftig. Ey, ja, das ist doch was. 13, der Junge. Ah, ich krieg ihn jetzt mal gekillt. Weil das jemand von euch da was gegen hat. Ja, ich. Ich? Ja, nein! Oh. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an unserem Leveln liegt oder ob das generell an dem Big One liegt. Aber der letzte war ja auch die Hölle, ne? Ja, das ist doch mit Absicht so. Also, kann natürlich auch daran liegen, dass ich Legenden-Level 280 oder so bin. Ja, aber eigentlich stuft sich das ja auf den niedrigsten hoch. Eigentlich. Ja, ich glaube, das wird irgendwie halt zusammen verrechnet, je nachdem, wer welchen Rang ist. Aber ja, Big Run ist halt immer Big Run. Also er ist Boss plus 3. Ich weiß gar nicht, was ich bin. Wieder vergessen. Ist das lustig? Ich bin eine Mettwurst, ich kann nicht fliegen. Nein! Nein! Hä? Wo wurde ich denn jetzt getroffen von dem Scheißhai? Ach, ich darf keine Fragen heute stellen. Ey. Nee. Sehr seltsame Dinge. Sehr seltsame Dinge. Also ich muss ja echt sagen, seit dem letzten Schmalspielen trage ich auch nicht mehr. Hä, bei mir schlägst du, aber irgendwie machst du keinen Schaden. Ich krieg aber jede Menge Punkte. Ja, das ist doch etwas. Ah, hau da drauf! Oh, spinn! Oh, Spinnen! Autsch. Ich glaub, das einfach. Mach das weg! Mach das weg! Mach das weg! 41! Oh, da kommt der Eismann! Der Weihnachtsmann! Wie? Ist es soweit? Warte, warten wir auf den fetten Streamer in Schwarz. Was Streaming? Ich hab den Luna Blaster. Ui. Den habe ich auch. Also generell, weil ich viele Blaster ausprobiert habe, ein wenig lieben gelernt. Ne. Die können ziemlich fies und sies sein. Ja, ich weiß. Ich muss da immer an Splatoon 1 denken, wo der so OP war. Oh, wie oft man da gewone-hitted wurde. Wählt man hier auch, wenn man direkt guckt. Oh nein, ich weiß. Oh nein. Was, der fliegt nochmal ganz schnell weg hier, keine Zeit. Das könnte ein neuer Rekord werden. Wenn der Strahlemann mich nicht trifft. Ach, der hat mich noch nicht mal getroffen, aber ich war in seiner Schusslinie. Oder? Weiß ich gar nicht. Hilfe! Jawohl, wieder alle sterben, sehr schön. Jawohl, der Griff regelt's. Mann, geh doch weg, du dummer Strahlemann. Ich komm dir raus! Jawohl, hab ihn noch. Doch, hab ihn noch. Alter, jetzt fehlen da noch so viele Eier. Jupp. Und ich weiß nicht, ich hab so viele da reingeschmissen. Gleichzeitig killen, Eier abgeben und auslassen. Die ganze Zeit. Hau da drauf! Warum hat der Mate nicht drauf ge- Ach, der hätte nur einmal auf den St- Nein, neuen Rekord brauche ich nicht. Ich bin Mettwurst. Oh ja, das muss jetzt sein. Oh ja, das muss jetzt sein. Nee, also der eine, der war echt nervig.
100! Ich weiß. Cringe. Papatastisch. Cringe. 613 hat er auch nur. So, ihr denkt wohl, der alte Senrio ist verrückt geworden, stimmt's? Und nein, Captain Senrio, das denken wir ganz und gar nicht. Natürlich schon.